Man sieht mir das jetzt nicht so an, ne? Aber ich bin stocksauer. Ich bin stocksauer. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man nicht weiß, was da draußen passiert. Wenn man ein bisschen sich umschaut, ein bisschen liest. Aber es ist dann doch immer wieder aufs Neue erschreckend, was da passiert. Siehe Xavier Naidoo. Da postet dieser Mann, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Also er hat ein Video aufgenommen, das 2 Jahre alt ist mittlerweile. Und irgendwie ist das dieser sensationellen Truppe Antifa Zeckenbiss in die Hände gekommen. Und die haben das dann wiederum weiter gepostet. Nazi-Sprache, Xavier Naidoo. Und da kam sofort die komplette, ganz klassische Kettenreaktion. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat. 5 Stunden vielleicht oder sowas. Ich weiß nicht, weil ich erst mal davon gelesen habe. 5 Stunden. Und jetzt ist Xavier rausgeschmissen worden bei Deutschland sucht den Superstar. Nicht, dass mich Deutschland sucht den Superstar wirklich interessieren würde. Aber ehrlich, Leute, so geht das nicht. So geht man damit nicht um. Ich komme ja persönlich noch... Also, ich komme ja aus einem Deutschland, in dem man... Also ihr kennt das, viele kennen ja das Wort gar nicht mehr so richtig. Also ihr jetzt möglicherweise die direkten Zuschauer schon, aber viele kennen das gar nicht mehr. Das nennt sich Meinungsfreiheit. Und früher hätte so etwas eine Debatte angeschoben. Da hätte man darüber debattiert, hat der Mann recht, hat er nicht recht? Ist es überhaupt relevant, über einen Songtext zu reden? Also, und heute Riesenaufschrei. Und dann liest man auf Twitter und Co., liest man dann die Kommentare und denkt sich schlimme Dinge. Und das ist nicht okay. Das ist einfach nicht okay. Also, wenn ich nicht mehr sagen kann, was ich denke, weil das, was da draußen passiert, meine Emotionen auch ausmacht, wenn ich nicht mehr widerspiegeln kann, was ich dabei empfinde, wenn gestern in Duisburg hat ein Mann, mehr wissen wir leider noch nicht, erst seine 20-jährige Freundin mit dem Messer irgendwie abgestochen und danach die Mutter mit 52 Jahren und hat dabei noch mit Benzin übergossen, aber ist dann gehindert worden. Einen Tag vorher hat ein Syrer einen Griechen angegriffen und mit einer Axt irgendwie den Schädel eingeschlagen. Aber auch er hat überlebt, den Grieche. Ich weiß allerdings nicht, wie es um seine geistige Gesundheit steht und seine physische. Aber so eine Axt am Schädel, die, ich denke mal, die tut schon ein bisschen was. Und das sind nur die beiden Dinge aus den letzten 2 Tagen. Und dann hört man diese Zeile bei Xavier Naidoo und denkt sich so, hey, wir müssen mal wirklich ernsthaft miteinander reden. Was tun diese Leute unseren Leuten an? Dann muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. Wenn doch der Krieg's mit mir zu tun, lass uns das beenden und zwar nun. Was wird uns dort angetan? Und wer unsere Leute anfasst, der bekommt halt Ärger. Und das ist jetzt rassistisch? Das ist rassistisch? Das, was ich hier sage, habt ihr schon an 1000 anderen Stellen gehört und gesehen. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich habe so den Kanal voll. Ich finde das nur noch schlimm. Als Künstler bist du heute gezwungen. Nein, ich muss anders anfangen. Kennt ihr die Gottbegnadetenliste? Schon mal gehört? Die Gottbegnadetenliste. Geiles Ding. Das hat Adolf Hitler und Josef Goebbels haben das Ding erfunden und nannte sich auch genau so. Und da waren die begabtesten, besten Schauspieler, Künstler, die das Dritte Reich zu bieten hatte, die wurden dort aufgelistet und die wurden besonders gefördert. Wen würde man da wohl heute finden? Na? Gruß an dieser Stelle an Jan Böhmermann. Und ich bin einfach nur noch sauer. Und ich weiß auch nicht mehr, wie man darauf reagieren soll. Na gut, ich mache ein Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Es ist... Doch. Lasst euch ärgern. Werdet zornig.
geht auf die Straße. Nutzt das bisschen demokratisches Recht, was wir noch haben, und geht auf die Straße. Irgendwo ist einfach Ende Gelände. Na? Ist witzig, oder? Wenn ich Ende Gelände sage, dann ist das sofort Aufruf zu irgendwas. Und wenn die Jungs da bei irgendwelchen Braunkohlewerken sowas machen und zu Gewalt aufrufen, dann ist das Aktivismus. All diese Dinge, all diese bigotte Pharisäer-Scheiße geht mir so auf den Sack. Alter, da geht mir echt der Humor flöten. Ah. Ich weiß es nicht. Rassismus, ey. Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Also ihr seid okay, aber die anderen nicht so.